Willkommen bei Star Trek Online. Herzlich willkommen beim Let's Play Star Trek Online mit dem MC Gossen IP. Ja, ich bin ein Raucher, Entschuldigung, das muss sein. So. Die Aufzeichnungen der Sternflotte deuten darauf hin, dass Sie dieses Training mit einem anderen Offizier abgeschlossen haben. Möchten Sie sofort zur Akademie der Sternflotte übergehen? Hinweis, dies ist Ihre einzige Gelegenheit, das Tutorial zu überspringen. In diesem Fall werden Sie zur Akademie der Sternflotte transportiert und erhalten alles, was Sie brauchen, um Star Trek Online zu spielen. Ja, ich möchte das Tutorial überspringen, oder nein, ich spiele ab hier. Ich würde sagen, ich spiele ab hier. Nur für euch. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged a campaign of peace. 21 years ago, the star of the Hover system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history. The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Jim Bok, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jim Bok says, is a Klingon truly Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable. The Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared, and the Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. The fate of the galaxy rests in your hands. Lade Trainingstag. So, willkommen bei Star Trek Online. Willkommen bei Star Trek Online. Heute ist Abschlusstag und Sie werden bald Ihren Trainingsflug antreten bei den die Besetzung zum bei dem die Besatzung zum Großteil aus Kadetten besteht. Dieses Tutorial wird Ihnen die grundlegenden Steuerungen in Star Trek Online erklären. Einschließlich der Bewegung des Kampfes und der Interaktion mit Charakteren und Objekten. Weiter! So. Okay. Wir haben eine neue Nachricht. So, W-Schritt. Okay, ich glaube, das brauchen wir gar nicht vorlesen. People you can interact with have icons above their heads. You can press the interaction key, default F, to talk with them. So. Ja, ich brauche diese Hilfe eigentlich überhaupt nicht. Mit Elisa Flores sprechen. So. Okay, Delta Rising, ja. So. Finally, I was beginning to think you forgot what today was. Na endlich, ich habe schon fast gedacht, Sie hätten vergessen, welcher Tag heute ist. Wie konnte ich? Ha. Ihr habt mich doch jeden Tag des letzten Monats daran erinnert. Haben Sie Ihren Auftrag? Of course, I was first in line.
Oh, before I forget, I think Rasky is just ahead. He wanted to thank you for helping him cram for the Astrometrics Club. Natürlich, ich war die Erste. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe Ratsky. Ich glaube, Ratsky ist da vorne. Er möchte Ihnen für Ihre Hilfe danken. Sprechen Sie mit Kadett Ratsky. Gut, weiter. So, Ratsky, wo ist er? Da vorne irgendwo. There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final, and for all the other times you've helped me. I've always admired you. I hope Starfleet recognizes all you've done to lead our class. What ship did you get? So, hier bitte. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir hierbei geholfen haben. Und für all die anderen Male. Also. Ich habe immer zu Ihnen aufgeblickt, MC Gosmo LP. Ich hoffe, die Sternenflotte weiß, Ihre Taten zu schätzen. Welches Schiff ist nun das Ihre? Mein neuer Posten wurde mir noch nicht zugewiesen. Good luck! Before you report to Lieutenant Farron, get your assignment, you should find Tevrel. She wanted to talk to you. She's just up the pathway. So, viel Glück! Bevor ihr geht, startet Lieutenant Ferrer Bericht und nehmt euch eurer Anweisung an. Okay, ihr solltet Tevrel aufsuchen, sie wollte mit euch sprechen, sie wartet oben auf dem Weg entlang. Weiter. Gut, Tevrel finden. Wissen wir doch, wo sie ist? Da vorne. Tevrel sprechen. Greetings. Grüße. Ratsky sagte, Sie wollten mir etwas sagen. It was good of you to encourage me to retake the linguistics final. I was willing to accept my original results, but you saw that I was not at my best that day. My score increased by 12.8% on the second attempt, well within my standard norms. Now I am qualified to serve as both a science officer and a communications officer. Ja, es war gut, dass ihr mich dazu ermutigt habt, den sprachlichen Test erneut durchzuführen. Ja, ich hatte die ursprünglichen Resultate akzeptiert, obwohl ich an dem Tag nicht gut drauf war. Mein Wert hat sich um 12,8% beim zweiten Versuch verbessert und liegt nun in meinem Normalbereich. Nun kann ich sowohl als Wissenschaftsoffizier als auch als Kommunikationsoffizier dienen. Fortfahren. Morik would like to see you as well. He is ahead of us on the path. Live long and prosper. Genau. Morik möchte Sie auch sehen. Er ist dort vorne auf dem Weg. Lebe lang und glücklich. Ja. Sprechen Sie mit Kadett Morik. Lebe lang und in Frieden. Normalerweise. Aber gut. Die Uniform, die werde ich definitiv beim nächsten Schneider ändern. So, die Uniform gefällt mir nämlich überhaupt nicht. There you are. Getting excited yet? Once we finish our training cruise, we'll all be full-fledged ensigns. The buzz is, Captain Taggart hasn't named all of his senior staff yet. From what I heard, the advanced phaser training simulation is tripping people up. Entschuldigung, ich bin echt übelst erkältet noch. Da sind sie ja und schon aufgeregt. Sobald wir den Trainingsflug abgeschlossen haben, sind wir voll einsatzfähige Fähigkeiten. Captain Taggart hat noch nicht alle Senior-Mitglieder benannt. Okay. Ich habe gehört, dass die verbesserte Phaser-Training-Simulation. Was? Ich habe gehört, die verbesserte Phaser-Training-Simulation lässt viele scheitern. Irgendwie ist das ein bisschen komisch übersetzt, aber gut. Halten Sie Ihren Trainingsauftrag von Lieutenant Ferrer? Danke. So, Lieutenant Ferrer lokalisieren.
ist er hier nur eine irgendwie komisch. Mit Lieutenant Perra sprechen. Good afternoon, Cadet. What can I do for you? Guten Tag, Cadet. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier richtig. Was bin ich hier richtig für meinen Trainingsflug? Yes, I have the complete assignment list here. Name? Correct. Sagen Sie mir Ihren Vollnamen und ich kann Ihnen Ihr Schiff und Ihre Position verraten. MC Cosmo IP. Let's see. Interesting. Report to Captain Taggart. He's in the office behind me. Mal sehen, Nanu. Hier ist ein Vermerk. Demzufolge Sie bei Captain Taggart vorstellig werden sollen. Er ist im Büro direkt hinter Ihnen. Gibt es ein Problem? You're going to have to ask him. Da müssen Sie schon ihn fragen. Melden Sie sich bei Captain Taggart. Okay. Danke. So. Dürfte, glaube ich, diese Tür hier sein. Klingeln! Komm! Kommen Sie! Hallo, Captain Taggart. Cadet. Cadet, Sie wollen mich sehen, Captain? I did. I've been following your progress here at the Academy. And I must say, I'm impressed. Das habe ich. Ich habe Ihren Fortschritt hier in der Standflotte Akademie verfolgt. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Danke, Sir. I'm just looking at your final test scores. But I don't see your results for the Advanced Phaser Training Program. Es ist mir allerdings aufgefallen, dass Sie nie das Phaser-Training für Fortgeschrittene durchlaufen haben. Dieser Kurs war meinem Verständnis nach optional oder ist wirklich so ein großes Hindernis? Meinem Verständnis nach hat ein Großteil der Klasse diesen Kurs nie absolviert. Was nehmen wir denn da? Dieser Kurs war meinem Verständnis nach optional. I want everyone on my senior staff to run their program. And I want to see good results, no exceptions. Der Kurs muss von jedem Mitglied meiner Brückenmannschaft absolviert werden. Keine Ausnahme, nicht einmal die Personen, die ich zu meinem ersten Offizier mache. Sagten Sie ersten Offizier? I did. Like I said, I've been following your career here at the Academy. If you complete that program, I can put you on my bridge. I'll ask my tactical officer to set it up. Ja, Cadet, das sagte ich. Wie gesagt, ich habe sie mir genauer angeschaut, aber ich habe es mir nicht zur Angewohnheit gemacht, Regeln zu brechen. Daher will ich, dass sie diesen Kurs durchlaufen. Ich werde meinen taktischen Offizier den Kurs für sie vorbereiten lassen. Ihr taktischer Offizier, Sir? Wer ist das? Another fine cadet like yourself. Her scores were almost as good as yours, but her record has a few blemishes. Still, I'm sure Cadet Flores will settle down and become a fine officer someday. Oh, ich denke, Sie dürften Ihnen bekannt sein. Es ist Elisa Flores. Ihr Studiencollege, während des größten Teils ihrer Zeit. Was? Während des größten Teils. Was? Während des größten Teils ihrer Zeit hier, okay? Sie selbst ist auch eine exzellente Kandidatin für den Posten. Es wäre auf eine Entscheidung zwischen Ihnen und ihr hinausgelaufen. Wäre da nicht ihr problemisches Führungszeugnis? Sie wartet auf dem Campus auf Sie. Ich möchte, dass Sie mit ihr reden, um den Kurs zu starten. Sobald Sie den Kurs durchlaufen haben, werden wir uns wieder unterhalten. Wegtrinken, Cadet. I'll tell Flores to meet you out in the quad. Talk to her to start the phaser training and I'll see you when you're finished. You're dismissed, Cadet. Ich sage Flores Bescheid, dass sie im Quartier treffen soll. Sprechen Sie mit ihr, um das Phaser Training zu beginnen. Wir sprechen uns, sobald Sie damit durch sind. Sie dürfen gehen, Cadet. Treffen Sie Elisa Flores im Quartier. Jawohl, Sir. Schön. Aus da.
Moment, dann schauen wir es in meinem Inventar. Nee. Alles so leer. So. Halt. Falsche Richtung. So. Da lang. Da ist er doch. So. Mit Kathrin Elisa Flohr sprechen wir. I got the tactical officer spot, just what I wanted. Where'd you end up? Ich wurde als taktischer Offizier eingestellt. Genau, das, genau, da, genau was ich wollte. Und Sie? Captain Target wollte mich unter seinen Seniormitgliedern, aber ich muss das, aber ich muss das Phaser-Training für Fortgeschrittene erst bestehen. You never did that? I thought you were Mr. Extra Credit. Everyone knows that Captain Taggart expects all his top people to pass that program. Das haben Sie nie? Ich dachte, Sie seien Meister Extra Bonus. Jeder weiß, dass Captain Taggart immer das Beste von seinen Leuten verlangt. Gehen Sie voran. Don't worry, you'll do fine. Come on, I'll take you to the holodeck and set it up. Keine Sorge, das schaffen Sie schon. Los geht's. Ich bringe Sie zum Holodeck und bereite Sie vor. Folgen Sie Elisa. Was? Folgen Sie Elisa Holodeck. Zum Holodeck wahrscheinlich. Gehen Sie voran. Seems most of our class ended up on Captain Taggart's ship. Wir scheinen, dass der Großteil ihrer Klasse auf. Have you seen the whales in San Francisco Bay? I've never seen to spot them. Ja. I sometimes forget that Boothby is a hologram. He seems like such a fixture here at Starfleet Academy. Last one of the console buys the first round tonight. Die werde ich doch nie einholen. Nie im Leben. Mies. Mit Kadenin Elisa Flora sprechen. Setting up the training program now. I hope Holodeck 2 is your lucky holodeck. Okay, ich lasse das Programm anlaufen. Ich hoffe, Holodeck 2 ist Ihr Glücksdeck. Werden Sie mir beim Schummeln helfen oder ich werde eine Phaser-Pistole benötigen? Phasers are in the lockers by the holodecks. You can grab one there. Sie lagern sie in den Schränken bei den Holodecks. Sie können sich dort bedienen, bevor wir auf das Holodeck gehen. Auf geht's! So. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ganz gemütlich. Können wir hier schon unsere Waffe einnehmen? Das heißt, wir können hier eigentlich schon mal unsere Waffe holen. Ja. Kohle nehmen. Zack. Jetzt habe ich einen Phaser. Juppa. So. Okay. Holodeck 2 betreten. Bevor wir das tun, machen wir nochmal einen Stopp. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like da oder einen Comment. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MC Cosmo LP und bis dahin. Bye bye.